Ich begrüße Sie ganz herzlich zur medizinischen Themenreihe der Arbeitsgemeinschaft München, der Deutschen Rheumaliga. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir unsere Vorträge jetzt auch als Video online anbieten können. Zu verdanken haben wir das einem Zuschuss des Rheumazentrums München. Das Rheumazentrum München ist der Zusammenschluss der Münchner Rheumatologen, Niedergelassene und in der Klinik Tätige. Und Professor Schewe hat uns das ermöglicht, er hat uns ins Spiel gebracht. Und nun starten wir dieses Projekt, Ihnen die Vorträge nach Hause zu bringen in diesen schwierigen Zeiten. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken beim Rheumazentrum München und speziell auch bei Professor Schewe, der jetzt heute auch den ersten Vortrag übernimmt in der Urlaubszeit zum Thema Medikamente bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Ich wünsche Ihnen eine informative und kurzweilige Stunde. Also ich darf Sie begrüßen zu dieser Fortbildungs- bzw. Ausbildungsveranstaltung. Ich bin Stefan Schewe, Rheumatologe in München und in Vaterstetten-Baltham in zwei Praxen, die zu einer Gemeinschaftspraxis gehören, und behandle da ganz normale Patienten. Ich darf heute über das Thema medikamentöse Therapie entzündlicher Rheumaerkrankungen mit Ihnen reden. Und wir konzentrieren uns dabei in erster Linie auf die Rheumatoide Arthritis, und zwar deshalb, weil das die häufigste entzündliche Rheumaerkrankung ist und im Prinzip das Prinzip auch für andere entzündliche Rheumaerkrankungen gilt. Aber gleich zu Anfang sei gesagt, dass die medikamentöse Therapie, die Sie hier oben dargestellt sehen, also hier, dass das nicht die einzige Therapie ist. Es ist eine wichtige Therapie, aber nicht die einzige. Und das sehen Sie an dieser Abbildung. Die Ergotherapie hat natürlich genauso Bedeutung, aber auch Patientenschulung, Sozialberatung, Reha-Maßnahmen, insbesondere die Physiotherapie, da werde ich sicher auch noch mal kurz drauf eingehen. Dann natürlich die anderen Dinge, die wir aber nur kurz streifen werden. Heute konzentrieren wir uns auf die Medikamente. Deshalb die erste Frage an jeden von Ihnen, der zuschaut: Welche Erfahrung haben Sie mit Ihrem jeweiligen Medikament? Und jetzt versuchen Sie mal sich selbst einzuordnen. Ist dieses Medikament, was Sie für Ihre Erkrankung nehmen, jetzt eher etwas, was zur Schmerzlinderung notwendig ist, oder ist es etwas, was eine Entzündungshemmung verursacht, oder ist es ein Medikament, welches die ganze Erkrankung unterdrücken und stoppen kann? Überlegen Sie mal ein bisschen und versuchen Sie, Ihre unterschiedliche Medikamentenliste, natürlich nur was die Rheumaerkrankungen betrifft, einzuordnen unter diese drei Rubriken. Ich mache eine kleine Pause, damit Sie sich etwas überlegen können dazu, und dann gehen wir schon weiter zur nächsten Folie. Also nochmal Ihre Erfahrungen mit Ihren unterschiedlichen Medikamenten, die Sie selbst einnehmen. Entzündungshemmend, schmerzlindernd oder die Erkrankung unterdrückend. Die unterschiedlichen Medikamente sind einteilbar in dieses Schema. Es gibt also die symptomatischen Schmerzmedikamente, die da oben stehen, dann die sogenannten nicht kortisonhaltigen, nicht steroidalen Antirheumatika, NSAR abgekürzt in Deutschland, in den angelsächsischen Staaten NSAIDs, Coxibe gehören dazu. Dann ist natürlich das berühmte Cortison nach wie vor ein wichtiges Medikament in der Therapie unterschiedlicher entzündlicher Rheumaerkrankungen. Dann gibt es die sogenannten Basismedikamente, die dann schon klar in die Unterdrückung der Erkrankung reingehen. Und wenn man diese Basismedikamente sich anschaut, dann unterscheidet man einmal die konventionellen synthetischen Basismedikamente, Disease
Modifying Anti-Rheumatic Drugs, ist die Abkürzung dieser DMARDs, im Englischen halt so abgekürzt, und in Deutschland reden wir meistens von Basismedikamenten, aber Sie werden in jeder Literatur immer diesen Begriff DMARDs wiederfinden. Und ich will ein paar Begriffe einführen, die wichtig sind, insbesondere wenn man irgendetwas liest über entzündliche Therapie, entzündliche Rheumaerkrankungen. Da gibt es einmal die biologischen Medikamente, B-DMARDs abgekürzt, oder die Biosimilars. Ich gehe dann auf die unterschiedlichen Medikamente ausführlich noch ein. Und dann die neue Gruppe der sogenannten Targeted, also der gezielten synthetischen Basismedikamente, die an einen ganz speziellen Bereich in dieser Entzündungskaskade einwirken. Überlegen Sie sich selbst mal, wie sehen denn Ihre Therapieziele aus, soweit es die Medikamente betrifft? Was wollen Sie damit erreichen? Geht es da nur um Schmerzlinderung? Geht es da auch um andere Dinge? Und ich zeige Ihnen mal so ein paar Therapieziele, die im Prinzip ja sehr ähnlich sind, egal ob ich von der rheumatoiden Arthritis RA rede oder von der ankylosierenden Spondylitis, also dem Morbus Bechterew, oder die Psoriasis-Arthritis, PSA abgekürzt. Sind auch Abkürzungen, die Sie immer wieder hören werden. Aus medizinischer Sicht vom Arzt her ist es natürlich Vermeiden von Gelenkschäden und Funktionsbeeinträchtigungen das wichtigste Therapieziel, aber sicher auch ein Therapieziel, wenn Sie sich Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich erreichen. Und es ist sehr wichtig, dass Sie sich Gedanken darüber machen, denn sehr unterschiedlich sind da unterschiedliche Patienten eben, und deswegen kann man auch die Therapie im Einzelfall fokussieren auf diese jeweiligen Ziele. Aber das setzt natürlich voraus, dass Sie mit Ihrem Arzt darüber reden. Versteifung verhindern wäre eines dieser Therapieziele, natürlich die Schmerzen lindern, klar. Dann die Krankheitsaktivität eindämmen, wir nennen das Remission. Remission heißt, keine Entzündung mehr in den Gelenken nachweisbar und auch in den Laborwerten und auch in anderen Zeichen einer entzündlichen Rheumaerkrankung. Dann wollen wir als Ärzte, weil wir den Verlauf dieser Erkrankung so ein bisschen kennen, den Mitbefall innerer Organe verhindern. Und da ist natürlich die Haut bei der Schuppenflechtenarthritis insbesondere von Bedeutung. Und wir wollen natürlich, dass Sie ein ganz normales Leben führen können, wie jeder andere auch, und da angenähert an einen gesunden Ihr Leben meistern können. Wichtig natürlich, ganz zu Anfang sei das pointiert gesagt, der frühe Therapiebeginn ist extrem wichtig. Je früher wir mit der Therapie beginnen können und mit unserer Therapie effektiv sind, umso sicherer können wir Spätschäden durchaus vermeiden. Okay, gehen wir weiter. Was hilft denn bei der rheumatoiden Arthritis als Beispiel Erkrankung hier in den Vordergrund gestellt? Dann gibt es natürlich unterschiedliche Dinge, die auch unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Therapeuten betrifft. Aufklärung und Information. Die Information und Aufklärung sollte natürlich vom Arzt kommen, klar. Aber in dieser heutigen Zeit, wo wir sehr wenig Zeit haben, mit dem Patienten uns ausführlicher zu unterhalten, ist das natürlich auch ein Ziel der Rheumaliga, also der Patienten-Selbsthilfeorganisationen. Dann natürlich auch Austausch mit anderen, die medikamentöse Therapie, die wir heute ganz in den Vordergrund stellen, aber auch die anderen von mir ja schon genannten Therapien. Aber Aufklärung und Information steht ganz oben. Ein aufgeklärter Rheumapatient wird sich an die Therapie besser halten können. Und deshalb kann ich nur sagen, fragen Sie Ihren Doktor, fragen Sie die Leute von Ihrer Rheumaliga,
die sollten Ihnen da zu Hilfe kommen können. Und wenn die Rheumaliga das nicht kann oder die Mitarbeiter, dann eben der Arzt zusätzlich entweder über die Rheumaliga oder eben in der Praxis selbst. Medikamentengruppen, ich habe sie ja vorhin schon angedeutet, sind die Gruppen, die eben zur Schmerzlinderung in erster Linie eingesetzt werden, dann zur Entzündungshemmung, das habe ich schon gesagt und wird nur noch mal wiederholt, weil das sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche, die auch mit unterschiedlichen Medikamenten erreicht werden können. Und wir kommen da noch ausführlich drauf zu sprechen bei der Besprechung der einzelnen Medikamente. Aber das ist sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied kennenlernen und dass wir wissen, was ist denn wofür geeignet. Und dann, weil Sie Patienten sind, weil die Entzündung ja den ganzen Körper betreffen kann, gibt es natürlich zusätzliche Medikamente, die ebenfalls von Bedeutung sind und die fast jeder Rheumamedikament mehr oder weniger ausführlich mit in sein Therapieschema einbauen muss. Magenschutz, Osteoporosetherapie, aber auch internistische Begleittherapien, ein paar sind da angegeben. Okay, kommen wir zu den Schmerzmedikamenten, den reinen Schmerzmedikamenten. Das Besondere an diesen Medikamenten ist, sie wirken nicht antientzündlich. Sie behindern die Schmerzwahrnehmung entweder peripher an den Schmerzstellen, wo der Schmerz auftritt, oder zentral im Gehirn. Da sind diese Medikamente wirksam. Und die wichtigsten Vertreter sind hier oben ein bisschen dargestellt. Paracetamol wird wahrscheinlich jeder von Ihnen irgendwann mal im Laufe seines Lebens genommen haben und dann die stärker wirkenden Tramadol und dann die tatsächlichen Opiate, die eingesetzt werden können. In der Rheumatologie auch, aber möglichst sparsam, weil es geht nicht so sehr darum, den Schmerz in erster Linie zu verhindern, sondern es geht in erster Linie darum, den weiteren Verlauf und damit die Entzündung zu reduzieren. Sie wirken also nur am Ort der Schmerzentstehen oder der Schmerzwahrnehmung. Sie können kombiniert werden mit allen anderen Rheumamedikamenten und so gut wie immer geht es darum, dass nicht nur eine Gruppe von Medikamenten eingesetzt wird, sondern mehrere Gruppen gleichzeitig. Wir kommen dann später noch auf die anderen Gruppen zu sprechen. Aspirin, weil das jeder auch wahrscheinlich irgendwann mal genommen hat, ist zwar ein Schmerzmedikament, aber es ist durchaus auch ein Medikament, welches andere Nebenwirkungen oder andere Wirkungen, erwünschte Wirkungen hat, ein Gerinnungshemmer und noch andere Dinge dazu. Also ist kein reines Schmerzmedikament, sondern hat viele andere Bedeutungen in der Medizin auch. Kommen wir zu den entzündungshemmenden Schmerzmedikamenten, den nicht kortisonhaltigen, nicht steroidalen Antirheumatika. Hier nochmal die Erklärung, was NSAR bedeutet, also nicht steroidales Antirheumatikum ohne Cortison, das ist das Entscheidende. Es enthält eben kein Cortison und hat damit auch nicht die Nebenwirkungsrisiken von Cortison. Schnelle Besserung von Schmerzen, Schwellung, Entzündung ist damit erreichbar. Aber man muss klar sagen, der Fokus ist die Schmerzlinderung und weniger die Entzündungshemmung. Da ist es auch wirksam, aber schwach wirksam. Sie können eine entzündliche Rheumaerkrankung mit diesen Medikamenten sicher nicht ausreichend behandeln, sondern Sie brauchen zusätzlich eine stärkere Entzündungshemmung. Viele Gruppen von unterschiedlichen Medikamenten gibt es da. Ich habe da nur zwei aufgeschrieben, das Ibuprofen und das Diclofenac als die häufigsten Vertreter. Aber auch die Coxibe spielen hier eine Rolle. Celecoxib, Etoricoxib, das ist eine Medikamentengruppe, die am Magen weniger Probleme macht, aber in der Entzündungshemmung in etwa gleich effektiv ist wie die anderen Medikamente. Aber nur am Magen ist es besser wirksam. Die anderen Nebenwirkungen, die ich jetzt Ihnen im Einzelnen aufzeige, die sind bei den Coxiben wie bei den NSAR in gleicher Weise vorhanden. Die sind also da nicht besser
als die anderen nicht-steroidalen Antirheumatika. Hauptnebenwirkung, Niere, wichtig. Deshalb jeder, der solch ein Medikament über längere Zeit einnimmt, muss immer dafür sorgen, dass die Nierenfunktion gemessen wird, also beim Doktor die entsprechenden Urin- und Blutabnahmen gemacht werden, um diese Nierenfunktion beurteilen zu können. Magen-Darm, das ist vor allen Dingen das Nebenwirkungsrisiko der nicht-steroidalen Antirheumatika. Die Coxibe sind da besser, allerdings auch nur im Magenbereich. Im Darmbereich sind sie dann auch nicht wesentlich besser als die nicht-steroidalen Antirheumatika. Und dann natürlich Herz-Kreislauf-Probleme, vor allen Dingen der Blutdruck kann ansteigen. Herzinfarkt-Risiko nimmt bei Einzelnen vielleicht ein bisschen unterschiedlich, nimmt eher zu, sodass es also kein Medikament ist, welches als Dauertherapie eingesetzt werden soll. Und dann gibt es natürlich auch Nebenwirkungen an der Leber, Anstieg der Leberwerte. Wie bei allen Medikamenten gibt es natürlich auch mal an der Haut Unverträglichkeitsprobleme, die hier nicht aufgeschrieben worden ist. Kommen wir zum Cortison, ein wichtiges Medikament nach wie vor in unserer Möglichkeit, Entzündung zu unterdrücken. Es ist ein lebenswichtiges Hormon, ist also nicht etwas, was wir von der Pharmaindustrie Ihnen aufdrücken wollen, sondern es ist ein Medikament oder ein Hormon, welches der Körper zum Überleben braucht. Und auch im Körper hat es eine antientzündliche Wirkung. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie das wissen, dass es etwas ist, was durchaus biologisch, wenn man so sagen will, von Bedeutung ist. Hat vielfältige Aufgaben im Körper, unterdrückt Immunreaktionen und das sehr effektiv und ist ein natürlicher Entzündungshemmer im Körper. Und in der Dosierung, die wir bei den Rheumapatienten einsetzen, ist natürlich wesentlich höher als das, was üblicherweise vom Körper gebildet wird. Da ist es natürlich dann in allererster Linie die Entzündungshemmung, die wir damit erreichen wollen. Eine schnelle, starke Besserung ist damit erreichbar, insbesondere der Entzündungsprozesse. Und die Entzündungsprozesse sind ja nicht nur am Körper durch Schwellung und Schmerz erkennbar, sondern auch durch die Gelenkzerstörung, wenn die Erkrankung über lange Zeit bestehen bleibt. Also letztlich erreichen wir damit eine Besserung und Bewahrung der Gelenkfunktion. Und das ist das Medikament, welches am schnellsten wirkt von allen Medikamenten. Deshalb ist es in der Rheumatologie nach wie vor von Bedeutung. Allerdings hat sich das Krankheitsbild insofern oder die Therapie dieser Erkrankung in letzter Zeit durchaus geändert. Früher war das ja unser einziges Medikament oftmals. Heutzutage sind wir absolut der Meinung, dass es eigentlich nur ein Brückenmedikament darstellt. Das heißt, bis die anderen Basismedikamente, die genauso entzündungshemmend wirken, wirksam werden, sollte dieses Medikament eingesetzt werden, weil die anderen eine Anlaufzeit brauchen, bis sie tatsächlich wirken. Unterschiedlich starke Steroide oder Glukokortikoide, GC abgekürzt, gibt es, sodass man hier durchaus auch die unterschiedlichen Medikamente in ihrer Wirksamkeit beachten muss. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass es eben kein Schmerzmedikament ist, sondern nur eine, was heißt nur die Hauptwirkung, eben Entzündungshemmung bedeutet. Nebenwirkungen, das ist natürlich das Hauptproblem beim Cortison. Deshalb ist es nur ein Brückenmedikament. Hätten wir diese Nebenwirkungen nicht alle, würden wir nur mit Cortison handeln können. Aber die Nebenwirkungsrisiken beim Cortison sind relativ groß. Sie sehen das hier im Einzelnen dargestellt. Ich will jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen. Das sind früh auftretende Nebenwirkungsrisiken, die hier dargestellt sind. Zum Beispiel Wassereinlagerung, Gewichtszunahme, Blutdruck geht rauf. Der Blutzucker geht rauf, das sind relativ rasch zu erkennende
Merkmale und dann natürlich die langfristig vor allen Dingen uns störenden Nebenwirkungen gehen auf die Augen. Das heißt, sie kriegen einen grauen Star durch, durch dieses Cortison. Vollmondgesicht ist etwas, was man vielleicht noch ertragen kann, aber Stammfettsucht, Osteoporose, Muskelschwund, Hautveränderung, alles Dinge, die doch von erheblicher Bedeutung sind. Und wir wissen heutzutage, das steht hier allerdings nicht drauf, dass die Infektionswahrscheinlichkeit unter einer solchen Therapie mit Cortison mit Sicherheit zunimmt. Und je höher die Dosis da ist, umso stärker ist dieses Problem. Können wir bei diesen vielen Nebenwirkungen denn irgendetwas tun, damit diese Nebenwirkungen möglichst wenig auftreten? Und da muss man klar sagen, die Nebenwirkungen hängen davon ab, wie viel brauchen Sie an Cortison. Da ist eine solche Schwellendosierung 10 Milligramm, also alles, was über 10 Milligramm raufgeht, ist mit Sicherheit mit erheblichen Problemen verbunden. Aber auch die kleineren Dosen unter 5 Milligramm, wenn sie über längere Zeit eingegeben werden, genommen werden, spielen ebenfalls eine Rolle. Deshalb natürlich die Vorgabe, die Dauer so kurz wie möglich zu halten und die Dosis so klein wie möglich zu wählen. Und dann natürlich das Cortison zu nehmen, was diese Nebenwirkung möglicherweise am geringsten hat. Aber da gibt es nicht sehr viele Unterschiede bei den unterschiedlichen Cortison-Präparaten. Nebenwirkungen sind vermeidbar. Gewicht habe ich unter Kontrolle. Sie müssen wissen, dass Cortison das Hungergefühl anregt und Sie einfach mehr essen, als Sie normalerweise essen würden ohne Cortison. Das ist ein Stresshormon, Cortison. Stress heißt, ich brauche Energie, um den Stress abwehren zu können. Und deshalb ist Cortison etwas, was dazu anregt, dass man Kalorien aufnimmt. Und das muss absolut kontrolliert werden. Und das können Sie durch die entsprechende Gewichtskontrolle und durch die Ernährung natürlich in gewisser Weise beeinflussen. Aber es ist nicht so einfach, das ist ohne Zweifel richtig. Alkohol in Maßen vielleicht nicht so von großer Bedeutung, aber die Bewegung und Fitness spielt auch insbesondere beim Cortison eine Rolle, weil Cortison auf den Knochen, auf den Muskel geht, wie ich ja gerade eben gesagt habe, und das können Sie verhindern dadurch, dass entsprechend die Bewegung verstärkt wird. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Medikamenten, die heute ganz im Vordergrund stehen bei den entzündlichen Rheumaerkrankungen. Das sind die sogenannten Basismedikamente. Hier nochmal zur Erinnerung, diese Abkürzung CS, DMARDs, die wir vorhin besprochen haben. Da gibt es unterschiedliche Gruppen von Medikamenten und sie wirken auf ganz spezielle Bereiche dieser Entzündungskaskade. Sie müssen sich das vorstellen, eine Entzündung entsteht im Körper als Reaktion auf irgendetwas, was wissen wir nicht so ganz genau, aber diese Reaktion geht in verschiedenen Schritten einher und diese unterschiedlichen Schritte können an unterschiedlichen Stellen blockiert werden. Und dadurch kann dieser Ablauf der Entzündung vermindert oder gar gestoppt werden. Die Medikamente sind dazu eben in der Lage und das ist auch ihr primäres Ziel. Also primäres Ziel ist die Remission, nämlich die Krankheitsaktivität dieser unterschiedlichen Erkrankungen zum Stillstand zu bringen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, muss das möglichst frühzeitig passieren. Je frühzeitiger das eingesetzt werden kann, umso sicherer sind wir, dass sie auch tatsächlich den weiteren Verlauf beeinflussen können. Sogar so weit heutzutage, dass wir manchmal davon sogar ausgehen können, dass eine Therapie dann möglicherweise gar nicht mehr weiter notwendig ist. Aber das passiert halt nur leider bei ungefähr 20% der Patienten, die diese Erkrankungen haben. Natürlich,
je nach Erkrankung unterschiedlich häufig. Ja, hier wichtig, dass das etwas ist, was langfristig eingenommen werden soll. Das ist also keine Schmerztherapie, sondern eine langfristige entzündungshemmende Therapie. Jetzt ein paar Beispiele dazu. Bei der rheumatoiden Arthritis steht dieses Methotrexat oral oder in Spritzenform unter die Haut gespritzt ganz im Vordergrund, weil es die wirksamste Therapie von denen, die da steht, darstellt und auch vom Nebenwirkungsrisiko relativ gut dasteht, aber nur unter der Bedingung, dass entsprechende Kontrolluntersuchungen gemacht werden müssen und durchgeführt werden. Sulfasalazin, Leflunomid, Chloroquin, Hydroxychloroquin sind noch Medikamente, die heutzutage ebenfalls eine Rolle spielen bei der rheumatoiden Arthritis. Die anderen Medikamente sind weitgehend verlassen worden, weil wir mit unseren heutigen Medikamenten diese nebenwirkungsträchtigeren Medikamente nicht mehr einsetzen müssen. Beim Bechterew, ankylosierende Spondylitis oder bei der Schuppenflechtenarthritis, gibt es solche Basismedikamente nicht eigentlich. Deshalb, das häufigste und wichtigste Medikament sind die nicht-steroidalen Antirheumatika, hier in Klammern gesetzt, weil es kein Basismedikament ist, weil es die Krankheit nur sehr bedingt beeinflussen kann. Aber wenn peripher etwas ist, also wenn periphere Gelenke beteiligt sind, dann ist Methotrexat durchaus ebenfalls wirksam, aber eben nicht an der Wirbelsäule. Also bei peripherer Beteiligung, insbesondere bei der Schuppenflechtenarthritis, ist natürlich Methotrexat nach wie vor ein sehr wichtiges Medikament. Sulfasalazin ist etwas, was nur gering in diesem Zusammenhang wirkt, auch nur mehr bei der peripheren Gelenkbeteiligung. Und Leflunomid ist eigentlich nur ein Medikament, welches bei der Schuppenflechtenarthritis von Bedeutung ist. Also zusammengefasst, wie lautet für einen Betroffenen die goldene Regel für diese Basistherapien? Wichtig ist, es ist kein Schmerzmedikament, also Sie müssen davon nicht, können davon auch gar nicht erwarten, dass schnell die Schmerzen runtergehen, sondern dass es ein langsamer Wirkungseintritt anzunehmen ist. Heutzutage mit den ganz modernen Medikamenten 3-4 Wochen. Die älteren Medikamente brauchen vielleicht ein bisschen länger, 6-7 Wochen eher. Aber sie sind langfristig eben wirksam. Deshalb Geduld ist hier absolut erforderlich. Dann unveränderte Fortführung der Therapie, auch dann, wenn Ihre Beschwerden besser geworden sind. Und es ist sehr wichtig, dass Sie das im Kopf behalten, also nicht absetzen, wenn es mir besser geht, sondern weitermachen mit der Therapie, aber natürlich unter regelmäßiger Therapieüberwachung und von Ihrer Seite als Betroffene her möglichst keine Dosisänderung ohne Rücksprache mit dem Doktor, denn der muss, wenn was geändert werden muss, muss er es nicht nur wissen, sondern er muss auch Ihnen sagen können, in welche Richtung was geändert werden muss oder ausgetauscht werden muss. Dann kommen wir zu den Biologika, heute den modernsten und auch wirksamsten Therapien, sogenannte Biologika deswegen, weil sie biotechnologisch hergestellt wird. Das heißt, das sind Bakterienstämme, die diese Medikamente produzieren durch entsprechenden Eingriff in die Gene dieser Bakterien. Sind also biologisch hergestellte Medikamente, haben nichts mit biologischem Anbau oder sowas zu tun, sondern sind Medikamente, die eben nicht technisch durch die Pharmaindustrie hergestellt werden. Greifen gezielt in den Krankheitsablauf ein. Ich habe Ihnen schon gesagt, sind vor allen Dingen entzündungshemmende Medikamente und bestimmte Botenstoffe werden durch diese Medikamente gezielt beeinflusst.
die Immunzellen, nämlich die Lymphozyten, sind dann durch bestimmte andere Biologika-Medikamente eher das Ziel der Therapie. Sie kommen erst nach einer gewissen Zeit zum Einsatz, und zwar deswegen, weil sie teuer sind, schlichtweg. Ja, die Medikamente früher kosten die Jahrestherapiekosten, zum Beispiel Humira, Etanercept, also Enbrel, kostete ungefähr um die 20.000 Euro pro Jahr. Und heutzutage sind diese Medikamente nicht wesentlich billiger. Ich komme gleich noch darauf, deshalb gibt es eben auch Nachahmerprodukte zu diesen Medikamenten. Aber das ist der Grund, weshalb wir nicht gleich mit Biologika beginnen dürfen, weil die anderen Medikamente ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben zu wirken. Voraussetzungen und Empfehlungen zur Biologikatherapie, das wollte ich Ihnen nur kurz sagen, weil Sie es wissen sollten, weil der Doktor manchmal das vergisst schlichtweg. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie es wissen. Nämlich Ausschluss einer latenten Tuberkulose ist was sehr Wichtiges. Und zwar deswegen, weil diese Biologika eine nicht für Sie erkennbare Tuberkulose, die Sie irgendwann mal aufgeschnappt haben, diese Tuberkelbakterien, womit Ihr Immunsystem aber gut zurechtgekommen ist bisher, durch diese immunsuppressive Wirkung dann dazu führt, dass diese Tuberkulose zur offenen Tuberkulose werden kann. Und deshalb muss geschaut werden, haben Sie solche eine latente Tuberkulose, und das muss durch Röntgenbild eventuell, aber insbesondere durch einen Test auf Tuberkulose muss das geklärt werden. Das sind Blutuntersuchungen, die notwendig sind. Und ganz wichtig, dass Sie sich mit Impfungen beschäftigen. Wir unterdrücken Ihr Immunsystem. Und damit haben Sie ein höheres Risiko für Infektionserkrankungen. Und es gibt eben Impfungen, die diese Infektionserkrankungen verhindern können. Und das ist im Wesentlichen durch Impfungen zu machen. Und hier sehen Sie die Pneumokokkenimpfung, Influenza, ebenfalls eine wichtige Impfung. Aber die normalen Standardimpfungen, die man als Kind ja schon bekommen hat, die müssen entsprechend aufgefrischt werden. Deshalb ist es wichtig, mit Ihrem Impfpass zu Ihrem Hausarzt zu gehen und dafür zu sorgen, dass das auch tatsächlich gemacht wird. Und dann Herpes Zoster, die Gürtelrose, ist noch eine durch Impfung zu verhindernde Erkrankung, Infektionserkrankung, die unter Umständen erhebliche Probleme, insbesondere durch Schmerzen, verursachen kann. Welche Biologika gibt es? Und das wird natürlich immer mehr. Das muss man sagen, das ist jetzt ein Ausschnitt von dem, was wir heutzutage ungefähr wissen. Aber das ändert sich von Monat zu Monat fast. Und wir haben immer wieder neue Möglichkeiten, hier an spezifischen Stellen des Immunsystems in diese Entzündungskaskade einzuwirken. Die TNF-Blocker, die hier dargestellt sind, sind die ersten gewesen, aber auch die anderen Medikamente, die hier dargestellt werden, sind eben ebenfalls in der Lage, diese Basistherapie zu gestalten und damit den Verlauf der Erkrankung zu verhindern. Die JAK-Inhibitoren, ich komme darauf noch später zu sprechen, sind dann nicht so gezielt auf nur einen Bereich, auf nur einen Bereich diese Entzündungskaskade einwirkend, sondern sie wirken eben auf mehrere Botenstoffe gleichzeitig ein. Beim Bechterew, da haben wir heutzutage, insbesondere bei der Psoriasis-Arthritis, haben wir heutzutage sehr viele Medikamente. Da ist die Forschung am weitesten, weil die Schuppenflechte kann man sehen, da kann man hin biopsieren, da kann man schauen, was passiert da tatsächlich. Und deshalb haben wir hier in der Entzündung eine ganze Reihe von Medikamenten, die sehr gezielt in bestimmte Bereiche dieser Entzündungskaskade einwirken und damit klar wirksam sind. Was ist das Risiko dieser Biologika? Ich habe es schon Ihnen gesagt.
Das Hauptrisiko steht da oben, Infektionen. Und da vor allen Dingen der Respirationstrakt. Deshalb ist diese Therapie der Pneumonie, der Lungenentzündung, beziehungsweise die Prophylaxe der Lungenentzündung etwas sehr Wichtiges, die ich Ihnen ja schon gesagt habe. Aber Brennen beim Wasserlassen im Urogenitaltrakt gibt es eine Menge Infektionsmöglichkeiten, die sind alle so ein bisschen häufiger, aber auch im Gastrointestinaltrakt oder an der Haut. Die Nebenwirkungsrisiken, wenn man sie vergleicht mit Methotrexat, sind aber wesentlich geringer eigentlich, sodass das eigentlich die Zukunftstherapie darstellen wird wahrscheinlich und über lange Frist möglicherweise sogar Methotrexat ersetzen wird. Aber Methotrexat ist halt wesentlich billiger herzustellen und deswegen sind die Kostenaspekte hier in allererster Linie von Bedeutung. Das Krebsrisiko ist minimal erhöht, aber eigentlich nur für den Hautkrebs ist es nachgewiesen und dann nicht den schwarzen, das Melanom, sondern den sogenannten weißen Hautkrebs. Der spielt hier eine Rolle. Deshalb sagen wir einmal pro Jahr zum Hautarzt gehen, also zum Dermatologen oder Dermatologin und dann entsprechend die Haut anschauen lassen. Ob das Lymphomrisiko, also die vermehrte, maligne, krebsartige Wucherung dieser Immunzellen, ob das wirklich eine Rolle spielt, da sind die Daten noch nicht zu endgültig vorliegend, sodass ich da ein Fragezeichen hingestellt habe. Aber immerhin, wenn Sie merken, Lymphknoten, die man vor allen Dingen im Halsbereich hat, hinten am Nacken, unter den Armen, in der Leiste, das sind Bereiche, wo Lymphknoten immer vorhanden sind. Und wenn es da besonders dicke Knoten gibt, dann sollte man das natürlich wissen, denn der Doktor wird da nicht immer drauf hinschauen, bei jedem Besuch, den Sie bei ihm machen. Was sind Biosimilars? Sind die andere Gruppe von Biologika, Nachahmerprodukte der lang bekannten Originalpräparate, die ähnliche Effekte haben und sie sind deswegen dann eingesetzt worden, weil sie eben von der Wirkung insbesondere vergleichbar mit den Originalen sind. Preis etwa 20% niedriger, das heißt bei 20.000 sind es immer noch 18.000 Euro pro Jahr, also immer noch hochpreisige Medikamente. Aber das Problem für uns heutzutage ist, dass es immer mehr Biosimilars gibt. Das ist ein Markt, der da im Konkurrenzkampf von unterschiedlichen Pharmafirmen behagt wird, weil sie alle halt verdienen wollen. Und das führt dazu, dass wir mittlerweile hier, und das ist hier mit Punkt noch erweitert, schon 5 unterschiedliche Medikamente haben, unterschiedliche Namen. Das ist dann für Sie als Patient und als Betroffener natürlich von erheblicher Problematik, wenn Sie plötzlich von Hyrimoz auf Hulio ändern, das ist für Sie was komplett anderes, aber es ist genau die gleiche Substanz und das ist natürlich etwas, was hier ein Problem darstellt. Zum Zweiten, die Austauschbarkeit dieser Medikamente ist nicht ganz geklärt. Soll jetzt der Apotheker sagen, welches Medikament Sie kriegen, soll es der Doktor sagen? Und das ist etwas schwierig zu beurteilen, insbesondere weil hierzu im Austausch dieser unterschiedlichen Medikamente keinerlei Studien vorliegen. Jetzt kommen wir zum letzten Bereich der Therapie mit Medikamenten. Das sind die sogenannten JAK-Inhibitoren. JAK steht für Januskinase-Medikamente, die eine bestimmte enzymatische Reaktion in der Zelle, im Zellkern, nicht im Zellkern, sondern im Zytoplasma blockiert und deshalb diese Medikamente in den Vordergrund gestellt sind. Die gibt es noch relativ kurz, ich zeige Ihnen das kurz, zugelassen zum ersten Mal in den USA und in der Schweiz 2013.
in Europa 2017 und das neue Medikament erst Ende letzten Jahres, welches hier klare Wirkungen hat. Diese Namen will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber das Wichtige bei diesen Medikamenten ist, dass eine orale Therapie ist, also eine Tablette, die Sie einnehmen können. Sie müssen also nicht mehr spritzen. Und 1 bis 2 Tabletten pro Tag ist nur die Dosierung dieser Medikamente. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet, es ist nicht ein Angriffspunkt der Entzündungskaskade, der damit beeinflusst wird, sondern mehrere gleichzeitig. Okay, und dann die Wirkung ist in etwa vergleichbar, und das ist sehr wichtig, mit den TNF-Blockern, also den wirksamsten Medikamenten, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Ich bin sehr sicher, dass diese Medikamente in Zukunft immer weiter in den Vordergrund rücken werden und immer mehr eingesetzt werden müssen, allein schon aus Kostengründen. Sie sind in der Größenordnung ungefähr der Biosimilars jetzt am Beginn. Und sie werden natürlich nach einer gewissen Zeit dann deutlich billiger werden. Das heißt, das ist Hoffnung, dass wir dann diese Medikamente auch deutlich früher einsetzen können. Was sind die Nebenwirkungsrisiken? Natürlich genauso wie bei den Biologika. Die Infektionswahrscheinlichkeit nimmt zu. Deshalb nochmal klar gesagt, Impfung ist was Wichtiges. Weil diese JAK-Inhibitoren, die Gürtelrose in erster Linie auch vom Risiko erhöhen. Deshalb ist diese Impfung gegen Gürtelrose, Shingrix-Impfung, eine wichtige prophylaktische Maßnahme. Ist also etwas, was gemacht werden sollte, wenn eine solche Therapie in die Überlegung hereinkommt. Fettstoffwechselstörungen können dazukommen. Seltene Organnebenwirkungen, sie sind relativ gut einzuschätzen von den Nebenwirkungsrisiken. Und es gibt unterschiedliche Hinweise darauf, dass das Thromboserisiko vielleicht etwas erhöht wird. Ob das tatsächlich so ist, wissen wir noch nicht so genau. Das gilt eigentlich nur für das Xeljanz, dieses Tofacitinib im Moment. Aber ob das für die anderen auch gilt, wissen wir noch nicht so genau. Wirksamkeit, wenn man die vergleicht, das zeigt diese Abbildung, reine Schmerzmedikamente wirken natürlich nur hier. Entzündungshemmung mit Cortison überall, aber im Vergleich zu den Biologika wesentlich geringer und natürlich auch im Vergleich zu den herkömmlichen Basismedikamenten ebenfalls geringer. Wie gehen wir um mit diesen unterschiedlichen Medikamenten? Wie schon angedeutet, Methotrexat, gegebenenfalls Cortison, steht als erste Strategie ganz vorne dran. Cortison eigentlich nur dann, wenn wirklich das dringend notwendig ist und wenn die Schmerzen so stark sind und die Entzündung so stark, dass das gemacht werden soll. Wir kommen möglicherweise immer weiter davon weg, selbst dieses Cortison in dieser Übergangsphase einzusetzen, aber noch gehört es zum Armamentarium dazu. Bei den Schüben sieht es anders aus. Bei den Rheumaschüben, da ist Cortison ein wichtiges Medikament nach wie vor. Ja, und dann gehen wir in der Dosis rauf mit dem Methotrexat oder kombinieren mit anderen sogenannten Basismedikamenten der früheren Ordnung und gehen dann weiter rauf, entweder Dosiserhöhung oder Kombination eben mit Biologika. Meistens werden die Biologika mit Methotrexat kombiniert, unter der Voraussetzung, dass Methotrexat vertragen wird. Also, wann ist welches Medikament notwendig? Ich habe es gerade Ihnen schon gesagt, beginnen mit Methotrexat nach Leitlinie bei der rheumatoiden Arthritis und dann kommen die anderen Medikamente zum Tragen. Diese JAK-Inhibitoren kommen immer weiter nach oben und werden wahrscheinlich statt der Kombinationstherapie in Zukunft eher eingesetzt werden, aber auch die Biosimilars und Biologika. Wie schon mehrfach gesagt, früher Beginn ist notwendig. Es muss darauf geachtet werden, dass die Entzündung nicht vorhanden ist.
Beim Bechterew haben wir die Problematik, dass wir hier mit den nichtsteroidalen Antirheumatika zu Anfang beginnen müssen, weil sie nur da wirksam sind und da mindestens zwei, über mindestens zwei Wochen jedes gegeben werden kann, bevor man weitergehen kann. Das hat aber vor allen Dingen Kostengründe. Methotrexat nur bei peripherer Gelenkbeteiligung, also wenn die Gelenke selbst betroffen sind, zum Beispiel ein Kniegelenk oder ein Sprunggelenk, dann kommen die Basismedikamente, die hier stehen, aber die nur für die Schuppenflechtenarthritis von Bedeutung sind, und dann eben die Biologika, die ich vorhin ja schon angedeutet habe, also da auch solch eine stufenweise Einfügung von immer stärker antientzündlich wirksamen Medikamenten. Tri-to-target heißt, wir brauchen ein Ziel, und das Ziel ist Remission. Keine geschwollenen Gelenke mehr erkennbar, keine Entzündung in den Laborwerten erkennbar. Das ist das Ziel, was wir damit erreichen wollen. Weitere nicht-medikamentöse, anti-entzündlich wirksame Maßnahmen sind hier so ein bisschen dargestellt. Vagusnervstimulation ist seit ungefähr 2 Jahren etwas, was vielleicht auf uns zukommt. Das heißt, durch Stimulation eines autonomen Nervens, hier über das Ohrläppchen geht es oder durch so eine Art Schrittmacher, den man einsetzt, das funktioniert klar antientzündlich wirksam. Dann ein Bewegungsprogramm, und hier will ich nochmal darauf kurz eingehen. Sie brauchen, wenn Sie sich täglich bewegen sollen und müssen, brauchen Sie etwas, was von außen Sie dazu bringt, die Bewegung auch tatsächlich umzusetzen. Und das ist zum Beispiel so ein Schrittzähler, wie ich ihn hier bei mir auch am Gürtel habe, ja, welcher mich dazu zwingt, eine gewisse Anzahl von Schritten pro Tag durchzuführen. Und das ist wichtig, dass sowas gemacht wird. Und dass Sie nicht nur sagen, oh ja, heute bin ich ein bisschen gelaufen. Nein, das reicht nicht, sondern Sie müssen eine bestimmte Menge an Schritten umgesetzt haben. Gewichtsabnahme, ganz wichtig, weil Fettgewebe, viszerales Fett, also hier vor allen Dingen im Bauchbereich, ist etwas, was mit Entzündung sehr viel zu tun hat. Je weniger Fett in diesem Bereich vorhanden ist, durch Ernährung, durch Bewegung natürlich, umso sicherer sind wir antientzündlich auf dem Weg. Die Ernährung spielt eine Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle. Die mediterrane Kost, die hier nur dargestellt ist, erklärt worden ist, spielt eine Rolle, aber sie ist nicht von entscheidender Rolle. Für mich ist das Intervallessen etwas, wo ich denke, das bringt etwas. Also nicht ständig immer ein bisschen was essen, sondern längere Zeit eben nichts essen. Und dann geht man davon aus, dass 14 Stunden, 16 Stunden nichts essen etwas erheblich ihre Gesundheit förderlich ist und wahrscheinlich auch antientzündlich wirksam ist. Es geht also nicht so sehr darum, was sie essen, sondern wie sie essen und wie sie ihr Essen verteilen. Und dann natürlich ganz wichtig, das Selbstmanagement, was wir über die Rheumaliga natürlich umzusetzen versuchen. Das ist jetzt meine letzte Folie. Wie überwacht der Patient selbst die Therapie? Er schaut, gibt es Zeichen dafür, dass irgendwelche Symptome auftreten, die ich vorher nicht hatte? Können die was zu tun haben mit der Erkrankung oder mit der Therapie? Und dann die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen, wie hier zum Beispiel langfristiges, langdauerndes Husten, Atemnot, Blut im Urin oder Stuhl, Fieber, alles das kann auch durch Medikamente verursacht werden. Und was kontrolliert der Arzt? Das sieht hier, der hat bestimmte Messparameter für die unterschiedlichen Erkrankungen, eben unterschiedliche, und kann damit messen, wie aktiv ist die Erkrankung, wie viele Gelenke sind betroffen. Und das kann er durch die klinische Untersuchung, aber das können Sie natürlich auch dadurch, dass Sie zeigen, welche Probleme wo sind.
durch die körperliche Untersuchung, durch Fragebögen, die ich ja schon geschrieben habe, durch bildgebende Verfahren, natürlich auch durch entsprechende Begleiterkrankungen, die man durch den Arzt suchen lassen sollte, immer mal wieder. Ich habe auf die Haut zum Beispiel hingewiesen und dann natürlich durch die entsprechenden Labor- und Urinuntersuchungen. Ja, soweit zur medikamentösen Therapie. Wir können heutzutage die Rheumaerkrankung in den Griff kriegen, aber dazu brauchen wir Sie als Betroffene und den Doktor und zusammen schaffen wir das nur. Vielen Dank. Es kam die Frage auf von mehreren, die den Vortrag gerade gehört haben, was tue ich, wenn Cortison über längere Zeit ich schon eingenommen habe und nicht davon runterkomme? Und dazu muss man Folgendes sagen. Cortison ist eine Droge. Es ist wie bei einer Droge. Sie gewöhnen sich an dieses Medikament sehr schnell. Und deshalb ist es sehr gefährlich, dieses Medikament als Dauertherapie einzusetzen. Aber manche von Ihnen haben diesen natürlich jetzt schon über einige Zeit eingesetzt und sind in dieser Falle. Und was tue ich in dieser Falle? Die einzige Möglichkeit, die Sie haben, ist, sehr langsam Cortison zu reduzieren. Manchmal geht es nur mit 0,5 Milligramm pro 2 bis 3 Wochen weniger. Ja? Meistens fängt man bei 5 Milligramm an. 5 Milligramm ist noch eine Dosis Prednisolon. Ich rede nur von Prednisolon. 5 Milligramm Prednisolon ist eine Dosis, die sehr häufig noch eingesetzt wird bei Rheumapatienten. Und wenn man jetzt runtergehen will von diesen 5 Milligramm, geht man also so runter, dass ich von 5 nach 4 Wochen auf 4 Milligramm runtergehe, dann auf 3 Milligramm, dann auf 2 Milligramm, aber immer nur in Abständen von 4 Wochen, manchmal sogar noch länger. Und wenn das nicht funktioniert, dann in 0,5 Milligramm Abständen runterzugehen versuchen. Aber man muss leider sagen, es gibt die Situation, dass unter dieser langen Cortisontherapie die Nebennierenrinde, die ja dieses Cortison normalerweise bildet, so atrophiert ist, dass praktisch kein Cortison mehr gebildet werden kann. Die muss also meinen Körper daran gewöhnen, selbst Cortison wieder zu produzieren. Und das geht nur sehr, sehr, sehr langsam. Und da brauchen Sie sehr viel Geduld, sowohl von Seiten des Doktors als auch von Seiten natürlich der Betroffenen. Ja, und nur so geht's. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ein endokrinologischer Test gemacht werden. Ein Test, wo Cortison im Blut gemessen wird, der sogenannte ACTH-Test. Das ist ein Test, womit das ein Hypophysen-Hinterlappenhormon, ACTH, welches dazu führt, dass die Nebennierenrinde stimuliert wird, Cortison zu bilden. Und wenn ich dieses Medikament spritze und dann anschließend Cortisol im Blut messe, kann ich messen, ob dieses Cortisol überhaupt noch gebildet werden kann in der jeweiligen Situation. Dann haben wir also einen Parameter an der Hand, der das ein bisschen objektivieren kann. Weil viele dieser Nebenwirkungen, die Sie haben, durch die Verminderung von Cortison, hängen damit zusammen, dass Sie sich gewöhnt haben an dieses Cortison, dass Sie also eine Entwöhnungstherapie brauchen, vom Cortison weg. Und wie bei jeder Entwöhnungstherapie ist es sehr schwierig, diese Entwöhnung gemeinsam durchzustehen, weil viele der Probleme, die dabei auftreten, gar nichts mit der Wirksamkeit oder der Bildung von Cortison zu tun haben, sondern nur damit, dass Sie als Betroffener sich an dieses Medikament gewöhnt haben. Also da kann ich Ihnen nur sagen, Sie brauchen sehr viel Geduld, haben diese Möglichkeit dieses Tests,
um herauszubekommen, ob die Nebenniere überhaupt noch funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch Patienten, wo das nicht funktioniert, wo sie einfach nicht davon wegkommen und das Cortison möglicherweise sogar ein Leben lang weiternehmen müssen. Aber da wäre ich nicht so sicher, dass das bei jedem Patienten auch tatsächlich so ist, sondern sie brauchen eben viel Geduld. Und wenn sie nur 1 Milligramm in 4 Wochen nicht schaffen, weniger, dann müssen sie eben 1 Milligramm in 8 Wochen oder nur 0,5 Milligramm in 4 Wochen versuchen runterzukommen. Aber sie brauchen einfach da sehr viel Geduld und Vertrauen auch, dass sie das irgendwann vielleicht doch schaffen. Okay, vielen Dank.